So, reinspaziert. In die Stube. Also, ihr braucht jetzt auf jeden Fall ein bisschen Vorstellungskraft, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wie das am Ende werden soll. Ob es dann so wird, sehen wir wahrscheinlich oder wissen wir, wenn dieses Video ausgestrahlt wird. Aber ich habe eine Vision. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Wie ich schon eben gerade gesagt habe, ist wirklich, wirklich ein, ja, ein großes Thema für mich. Wir befinden uns hier in einer riesen Industriehalle, wo früher, ich glaube so vor 15 Jahren ungefähr, noch fleißig produziert wurde. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist theoretisch alles tot. So, das heißt, bis diese Halle so weit ist, wie ich sie gerne hätte, geht da richtig Power rein. Das wird natürlich alles auch ein bisschen Geld kosten. Das Problem ist allerdings, bei uns hier Isernhagen, Langenhagen, gibt es keine Hallen zu kaufen. Es gibt auch keine Gewerbegrundstücke, wo man eine Halle drauf bauen kann. Deswegen war das die einzige Möglichkeit, sich so etwas hier zurechtzumachen, weil es einfach von der Lage her perfekt ist. So, das ist der große Hauptbereich erstmal. Oma läuft jetzt schon am Start. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht im Ansatz so hier bleiben, weil diese ganze Wand kommt weg. Dieses ganze Metallgelumpe, die ganzen Rohre und so, kommt auch alles weg. So, hier das Treppenhaus kommt zu. Da kommt noch so ein bisschen Heizung hinter, weil aktuell ist hier auch keine Heizung drin. Das hier kommt auch alles weg. Jetzt muss man nämlich dazu sagen, die Halle steht ähnlich wie unsere Halle in Langenhagen auf diesen Pfeilern. Wir haben zwischen den Pfeilern immer 5 Meter und in der Länge 8 Meter. Das heißt, am Ende wird hier auch gut Platz sein. Ja, das kommt alles hier weg, weil, deswegen sieht es hier auch so wüst aus. Ich konnte mit dem Vermieter zum Glück, ich sag jetzt mal, wir sind uns einig geworden und wir konnten die Flächen noch massiv vergrößern. Hier hinter war vor kurzem noch ein 20 Jahre lang unbenutzter Behälter, also nicht Behälter, das war wie ein Riesenkühler. Und dieser Riesenkühler kommt jetzt raus, damit anschließend, wie es hier auch schon steht, die Wand weg kann. So, also ich zeige euch mal, wie ich drauf gekommen bin. Ist sogar ein bisschen spooky, das Ganze. So sieht das Ganze hier aus. Und hier hinter, das ist wirklich ein Behälter. So, da ist schon viel von weg. Wir sind hier schon ein paar Wochen am Flexen, man riecht es sogar noch ein bisschen. Aber wir können mal von hinten einmal gucken gehen. Mein großer Traum wäre, dass es am Ende so groß ist, dass man hier nicht nur schraubt, sondern auch die Autos am Ende fertig stehen hat. So, um euch nur ganz kurz einen Überblick zu geben. Die Wände lasse ich alle stehen. Kalk, Sandstein, bringt nichts rauszunehmen. Da bauen wir am Ende drumherum. Dahinter, der lange Bereich, das wird Lager. Das zeige ich euch jetzt. Ja, hier sieht es noch leicht, ich sagte, Riesenhalle, in die wir das Ganze jetzt hier reinbauen. Das ist ein Teil zum Beispiel von den Behältern, die rausgeflext wird. Aber wie gesagt, hier muss erstmal, wie ihr seht, massiv rausgerissen werden. Aber die Schrottpreise stehen ja gut, deswegen findet man immer jemand, der sowas haben will. So, also das hier gehört am Ende nicht mehr zu meinem Bereich, sondern ab hier Wand zu. Von hier nach hinten ist theoretisch am Ende mein Bereich. So, und hier seht ihr jetzt, da haben wir eben gerade reingefilmt, hier drin war dieser fette Behälter. So ein bisschen Lost Place-Führung hier gerade. Das ist krass, ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, ich sage ja, ihr braucht ein bisschen Gefühl dafür, wie das am Ende wird. Das wird aber gut. Ja, da oben durch das Loch haben wir gerade durchgefilmt. Da kommen wir dann wieder zum Eingang. Und das war ein ganzer Behälter, wo die Jungs hier schon fleißig im Flexen waren und das alles schon mal ausgemacht haben. So, ne? Und hier diesen Bereich werde ich am Ende nutzen. Hier kommt eine Wand hin. Das bleibt offen. Hier würde ich gerne die als Beispiel einfach fertige Autos hinstellen. Oder Projekte, wovon ich ja genug habe. Und das wird wirklich lang runter. Einfach nur Lager mit Hochregal für die ganzen Motoren, die Felgen, dass man mal so richtig Ordnung in die Sache reinbringt. Ne? So, hier hinter ist jetzt, ich sag jetzt mal, mein Hauptbereich. Die Wand kommt ja weg und da seht ihr, das muss tatsächlich auch alles raus. Also ist wirklich unfassbar Arbeit, wird auch ein bisschen dauern. Wir ziehen das aber komplett durch. Jetzt muss erstmal alles raus. Das ist noch der einfachere Teil, wobei einfacher nicht. Das ist der schweißtreibende Teil. Und danach bin ich gespannt, wie viel Kilo Ausgleichsmasse hier reingehen, um hier wirklich eine große gerade Fläche zu erzeugen. Ja, aber Metall ist da. Das ist wirklich krass groß.
Ja, ja, ja. Also wie gesagt, man muss sich mit den Pfeilern am Ende natürlich arrangieren. Es ist, wie gesagt, nicht perfekt, aber es ist hoch genug. Wir haben nach unten einen Meter Beton, wir haben nach oben einen Meter Beton. Übertrieben gesagt, wobei nach unten ist tatsächlich ein Meter Beton. Und das heißt, wir haben immer diese Temperatur hier drin. Es kann nichts passieren, es ist immer entspannt. Mhm. Wichtig ist einfach, dass wir mal alle Projekte an einer Stelle haben. Ja, so viel dazu, weiter geht's. Hallo, guten Tag. Einige Monate später geht es jetzt hier weiter. Ihr seht mittlerweile an dem Golf, ich bin werkstattlos. Das heißt, alles, was in der Werkstatt war, steht jetzt hier schon mal drin. Schrauben ist aktuell nicht. Ja, Schrauben ist ein bisschen an der Firma. Das heißt, es ist aber immer nur möglich, an einem Projekt zu schrauben und nicht an mehreren. Und jeder, der schon mal einen Umbau gemacht hat mit Trockenbau, weiß, wie dreckig alles das wird. Und man auf gar keinen Fall hier irgendwas Sauberes schrauben kann. Egal, es soll ja vorangehen. Also, es hat sich extrem viel getan in den letzten Monaten. Jetzt muss ich dazu sagen, nicht in den letzten Monaten, sondern in den letzten Wochen, weil ich jetzt hier wieder intensiver dabei war. Das heißt, der eine oder andere hat hier und da schon mal bemerkt, dass ab und an mal ein Video gefehlt hat. Lag einfach daran, dass man kann nicht alle Projekte gleichzeitig machen und auf irgendwas muss ich mich dann halt auch mal fokussieren. Boah, schon wieder zu viele Wörter heute schon ausgespuckt. Ich würde sagen, ist schon ein bisschen später heute. Und deswegen habe ich mir dann halt gesagt, so jetzt machen wir erstmal Halle weiter. Wird der eine oder andere bestimmt verstehen, weil wir wollen halt einfach schrauben. Ihr wollt uns beim Schrauben sehen. Dafür brauchen wir aber einfach wieder eine Basis und die Basis soll hier entstehen. Ja, ihr habt in dem ersten Teil ja gesehen, in dem ersten Teil dieses Videos, wie, ich sage jetzt mal vorsichtig heruntergekommen, das hier war, heruntergekommen nicht, es war einfach alt und stehen gelassen, weil es ist einfach massiver Beton hier, da kann nicht viel runterkommen. Aber es hat sich in der Zwischenzeit dank Hilfe einiger Firmen, Fachkräfte, ein bisschen was getan. Weil, ich sage ganz ehrlich, Trockenbau sind immer Arbeiten. Jeder, der so eine Regipsplatte schon mal hochgehoben hat, der hat da relativ schnell keinen Bock mehr. Deswegen das ist richtig. Grob der Ablauf für euch. Ihr habt ja alle gesagt, ihr wollt unbedingt den Umbau der Halle sehen. Den kriegt ihr. Ich denke mal leider, dass wir in diesem Video nicht so viel machen. Was mich auf jeden Fall extrem ehrt, ist, wie viele mir geschrieben haben und ihre Hilfe angeboten haben. Also das ist halt wirklich das Geile an dieser Community. Ich denke mal, die Leute haben gemerkt, dass ich einfach unglücklich in der Position war, nicht mehr schrauben zu können und halt sofort immer so diese Hilfe anbieten. Das finde ich schon echt cool. War sofort einer bei, kommt ein Dorf weiter, ist Elektriker. Ein anderer hat mir über eBay Kleinanzeigen sogar geschrieben. klingt weird, aber wahrscheinlich wusste er, dass das mein Account ist, hat gesagt, er würde gerne seine Hilfe anbieten, wäre Klempner und so weiter. Also auf das alles könnt ihr euch freuen, weil ich denke schon, dass wirklich die Mehrheit gesagt hat, sie wollen das sehen und es macht natürlich auch meinen Alltag einfacher. A, wenn ich natürlich Hilfe bekomme und B, wenn wir den Content für diesen Channel natürlich auch ein bisschen mit den Arbeiten hier dran gestalten können. So, das heißt, Trockenbau brauchen wir zum Glück nicht machen, weil haben wir ihn für, haben wir auch bei uns oben in der Halle auch schon ganz viel gemacht. Das geht jetzt voran. Warum Trockenbau? Ganz einfach. Das Ganze hier soll ja schon am Ende einen Nutzen haben. Dieser Nutzen ist nicht nur meine Projekte zu schrauben. Wir wollen hier natürlich auch Videos erstellen. Wir wollen ja auch mal ganz neue Sachen machen. Das heißt, es muss dafür alles schon irgendwie vorbereitet sein. Und da ist natürlich der wichtigste Punkt für euch. Zwei Sachen. Einmal Augen gucken. Zweitens Ohren hören, Akustik. Akustik, Riesenthema. Jetzt gerade schlecht. Genau, jetzt gerade heilt es schon, obwohl hier schon relativ viel drinsteht. Aber deswegen auf jeden Fall wollten wir die komplette Halle einmal verschalen von innen. Heißt, hier ist komplett einmal, hier sieht man es ganz gut, komplett Dämmung. Kann nie schaden, sowohl gegen Wärme als auch Akustik. Jetzt muss man dazu sagen, draußen sind es 20, 30 Grad gewesen. Ich habe ein T-Shirt an und mir ist ziemlich kalt, weil wir reden hier nämlich von
eine Meter Beton und eine Meter Beton. Das heißt, das ist schon ganz gut. Aber drumherum, was so in der Halle passiert, das hat man hier drin schon gehört. Und deswegen habe ich gesagt, komm her, da die alten Wände ja auch alle ziemlich kaputt waren, habt ihr in dem Video gesehen, wir machen jetzt Folgendes, wir verschalen die Halle komplett mit Dämmung, OSB, Rigips. Schon allerdings passend zu der Halle, das heißt in die Felder rein. Eigentlich macht man das nicht, weiß ich, wird auch Ärger geben. Ich habe es trotzdem gemacht, weil das jetzt hier kalt ist, das ist nämlich direkt Außenwand und das hier ist theoretisch gedämmt. Da hat man eine eigentlich sogenannte Kältebrücke. Ist mir aber wirklich egal, weil ich fand es optisch geiler so. Ja. Man hätte auch hier eine Wand komplett durchziehen können davor, hätte natürlich A Platz gekostet, als auch hätte ich optisch nicht so geil gefunden wie so. Aber das ist so ein typischer Punkt, da freue ich mich bei dieser Videoreihe am meisten drauf, weil es einfach mal ganz was Neues ist. Der eine oder andere, der am liebsten nur RS4 Limo-Schrauben sieht, braucht diese Videoreihe gar nicht erst anklicken, weil da werden mal ganz neue Themen drin sein. Aber ich weiß, dass alles, was ihr hier seht, würde jeder von euch am liebsten auch machen. Und deswegen finde ich umso cooler, dass wir uns da auch mal ein paar Experten reinholen können. Das heißt, genau solche Sachen wie Thema Dämmung, Thema Elektrik, Thema Druckluft, wie groß die Rohre, vielleicht ein bisschen Thema Heizung, ein bisschen Thema Beleuchtung, Decke, Akustik, sind alles so Themen, wo man sich schon gezielt in dem Fall, was zu meinem Channel passend wäre, einen Techniker, einen Experten holen könnte, den ich dann mit meinen Fragen genauso ausquetsche wie zu allen anderen Themen und wir das Ganze hier am Ende richtig machen. So, das ist jetzt passé, das ist fertig, das bleibt doch so. Das heißt, weitere Themen können wir dann aber gemeinsam machen. Aber jetzt kriegt ihr mal einen großen Überblick über die Größenordnung, um das euch so kann. Oh, nicht fallen. Bin hängen geblieben. Ganz grob zu erklären, ist eigentlich relativ einfach in dem Bereich. Also ich werde so zwischen 4 und 5 feste Schrauberplätze haben. Was heißt feste Schrauberplätze? Bühnen. Hier eine im Boden, da eine im Boden. Hier 2 Hauptbühnen zwischen die Pfeiler als 2 Säulenbühnen, links, rechts. Dieser Bereich wird komplett zugemacht. Da wird eine Art Büro mit Küche, WC. Hinten gibt es das sogenannte Motorenzimmer. Sorry, Jean-Pierre, passt einfach gerade perfekt. hier kommt das Motorenzimmer rein. Heißt einfach nur ein Raum, wo man halt immer hygienisch, sauber und rein Motoren schrauben kann. 2x schrauben. Und hier hinten geht es weiter. Soll ich dir sagen, ob ich gesagt habe, ich habe allermeisten diese Halle voll? Ist für mich verdammt wichtig. Tor aufmachen, Bus Plusgespann am Abend reinschieben, beladen, alles fertig haben, nach Hause fahren, am nächsten Morgen kommen und um 3 Uhr zum Event losfahren. Alles fertig haben? So. Am Abend vorher? Das ist eigentlich mein Traum. Ja, so. Meiner wäre es auch. Weil das klappt eigentlich nie und hier muss es aber klappen. Ich weiß, es ist alles Luxus, aber wir rackern uns so ab, egal ob es Messen oder Veranstaltungen sind. Ich weiß, jeder, der uns schon mal auf einer Veranstaltung besucht hat, sieht uns das, glaube ich, auch an, wie sehr uns da abrackern. Und das kann man nicht sein Leben lang machen, das weiß jeder. Das heißt, da muss man einfach anfangen, auch mal Sachen effizienter und einfacher zu gestalten. Und dazu gehört halt, hier etwas zu beladen und es da einzulagern und nicht quer durch Hannover und Langenhagen und Isernhagen fahren, um alles jedes Wochenende neu zusammenzusammeln. Weil einfach gar nicht genug Platz da ist, um das mal vernünftig einzulagern. Genau deswegen, das eigentlich hier hat sich am meisten getan. Hier war im letzten Video, ich sage im letzten Video, im ersten Teil des Videos, weil wir sind es nicht gewohnt, so über Monate zu drehen, war dieser riesen Stahlbehälter. Das ist jetzt alles weg. Und das wird hier reines Lager. Klingt jetzt groß für ein Lager, aber Hochregal, lang runter. Dann mal hinten irgendwie noch ein paar Karossen. Golf, Stricher, Polo, hat man auch so ein paar Sachen. Hier vielleicht noch ein paar Maschinen, sei es mal eine Drehbank, eine Standbaumaschine, wie auch immer. Ratzfatz ist es dann doch wieder voll. Und hier ist nochmal schlechtere Akustik. Ja, halt nochmal. Ne? Da sieht man halt schon mal ein bisschen, dass halt die Dämmung mit dem Trockenbau halt schon ein bisschen dämmt. Ne? Ja, nee, das ist alles schön oben zugemacht. Da hinten ist quasi eine Wand neu gemauert worden, das ist schon zu. Hier sieht man es auch nochmal schön. Ist natürlich die teuerste Möglichkeit, aber halt auch die professionellste, halt wirklich Ständerwerk, Dämmung, OSB, Rigips. Weil dann kann man hier nämlich auch richtig geil was reinschrauben. Trockenbau hat immer das Problem, jeder kennt es, du schraubst was in der Wand und es fällt gleich wieder raus. Gibt da mit Sicherheit auch Profilösungen, dass man auch in Trockenbau was reinschrauben kann. Trockenbau und ich sind nicht so die besten Kumpels, deswegen einmal OSB. An den Stellen, wo man später weiß, da kommt vielleicht mal was hin. So. Vielleicht hier mal eine Werkbank, eine Druckluft, Trommel, ein Kabel, wie auch immer. Deswegen da doppelt. Lager, wie gesagt, hier auf jeden Fall einen Bühnenplatz.
das hier sieht leicht katastrophal aus. Machen wir so ein bisschen Licht an. Bringt er rein? Ja, der ISO dreht hier schon komplett durch gerade. Haben wir hier so ein dezentes Rohr drin? Ja. Das ist das Hauptabwasserrohr vom Dach. Und das Dach ist verdammt riesig. Ja. Und hier halt über die Jahre, weiß ich, was hier alles drauf ist. Das heißt, das sind die letzten Wände, die sie auch noch stellen. Das wird Trockenbau von innen auch einmal verkleidet. Und das wird, wie es jetzt gerade auch schon aussieht, mal ein Dreckraum. Jeder braucht einen Dreckraum. Das heißt, hier drin wird geflext, gebohrt, geschliffen, sodass der ganze Staub, der dabei besteht, der ganze Metallstaub, da drin bleibt. So ist der Plan. Plus, wir konnten das alles in einer Wand, in einer Flucht machen. Dieser Bereich da hinten so, das wird dann so ein bisschen Reifenaufziehmaschine. Einen Traum habe ich. Ich habe mich ja schon eigentlich so ein bisschen verliebt in Elektro. Also was heißt verliebt, ist halt irgendwie eine coole Arbeit, finde ich. Ich hätte gerne so einen großen Tisch zum Schieben. Wirklich, also groß heißt, so wie Ron zum Beispiel, der Sattelart. Nur, dass da fest steht, wirklich mal so ein Tisch, wo man einfach mal eine Motorhaube drauflegen kann. Ja. Ohne, dass sie ständig runterfällt. So, und sowas aber in Rollbar, dass man mal richtig geil so einen Kabelbaum hinlegen kann, den anfangen kann zu machen und so weiter. So, das kommt dann alles in den Bereich. Und schon muss man leider wirklich sagen, ist die Bude hier wieder voll. Ja, dabei ist es gar nicht so klein. So, und wenn ich jetzt so alleine zähle mit meinen Fremdprojekten, wie zum Beispiel Marius Golf, den ich auch wirklich bis zur letzten Sekunde unterstützen werde, sehe ich hier aktive 5 Schrauberplätze. 1, 2, 3, 4 und hier noch ein Auto auf Böcke. Ja, und die Größe brauchen wir leider auch, wenn man da wirklich ein bisschen was schaffen will. Egal, lange Rede, wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. So ist erstmal der Stand hier. Das heißt, die Jungs machen den Trockenbau hier noch fertig und dann steigen wir in die Videos ein und gucken mal, dass wir ein paar Experten kriegen. Weil Thema Boden, boah. Ja. Das sind also 2 Sachen, Boden und keine Heizung hier drin. Das ist noch so ein Punkt. Keine Heizung hier drin kann man immer regeln, aber es muss am Ende auch alles Sinn machen und sollte jetzt auch kein Vermögen hier verschlingen. Aber wie ihr seht, hier sind halt verschiedenste Höhen. Hier mal eine Höhe. Da hinten sieht man, ist der Absatz auf jeden Fall schon höher. Hier haben wir auch mal scheinbar eine Wand. Da haben wir mal irgendwas. Hier haben wir mal was. Hier konnte man scheinbar damals reinfahren. Und hier, achso, ja, genau, am Anfang des Videos habt ihr ja gesehen, hier bei dieser Schlauchzone zum Reingehen. Das ist auch alles weg. So, das heißt, die ganzen Höhen müssen auch noch irgendwie angepasst werden. Mal gucken. Brauchen wir auch einen Experten für. Ja, das Problem ist auch immer, man will ja auch jetzt nichts falsch machen, ne? Weißt du, gerade beim Thema Boden. Den machst du nur einmal, hoffentlich. Ja, und auch punkto Belastbarkeit. Ja, ja. Dann Wärmeausdehnung, Aufreißen, Sachen fallen runter. Ja, so viele Sachen, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann man jetzt hier einfach was reinkippen? Estrich mit ein bisschen Dämmung drunter, wird es eine Mindestdicke für geben, kann man das einfach anstückeln und da hinten sagen, komm, wir machen doch die Höhe, kein Plan, weiß ich nicht. Freue mich aber drauf, die passenden Leute dafür zu finden und das ein bisschen zu zeigen und euch mitzunehmen, weil aktuell ist es definitiv so, mein größter Wunsch im Leben aktuell ist auf jeden Fall die Saale hier fertig zu kriegen und dann richtig aktiv wieder zu schrauben. Ja, jetzt wird es kalt hier drin, ich würde sagen, gleich geht's weiter. Alles klar. Eine kleine Sache, scrollt mal in dem Video zurück und guckt euch mal am Anfang an, wie das gerade hier so aussah. Was wir hier alles unter der Decke schon ausgerobt haben. Ein ganzes Wochenende. Alleine was hier an Kabeln unter der Decke hing, das ist eine Riesenhalle, wo keiner mehr wusste, wo die hinging, die wir alle durchgezwickt haben. Hat sich zum Glück keiner beschwert, also sie hatten scheinbar keine Funktion mehr. Nein, was hier so alles hing. Hier hing so eine Trasse, was alles drauf war. Es war wirklich einen ganzen Tag lang nur Kabel und dann einen ganzen Tag hier diese ganzen Rohre. Alles hier war ja komplett solche Rohre unter der Decke, ne? Ja. Also Dämmung plus Rohr da drin. Ne? Alleine, was das schon ausmacht, dass das alles weg ist. Also das sieht schon echt deutlich besser aus. Ja. Das wollte ich schon noch kurz mal sagen. Jetzt könnt ihr zurückscrollen und das Ganze mal angucken. Okay, machen wir. Aber wie gesagt, hier muss erstmal, wie ihr seht, massiv rausgerissen werden. Aber die Schrottpreise stehen ja gut, deswegen findet man immer jemanden, der sowas macht.